heute will ich mal was Neues machen. Ich will mal ein Shopping-Erlebnis im E-Commerce zeigen, was ich selbst hatte und was sehr negativ war. Und mal aus Sicht, sagen, des Online-Marketing-Experten mal zeigen, was kann man denn vielleicht da mitnehmen, was kann man besser machen, dass man einfach so die Nutzersicht mal versteht, welche Erlebnisse im Shopping es da gibt. Ich sage auch gleich, welches Produkt ich mir gekauft habe und wieso das so enttäuschend war. Das gehen wir einmal zusammen durch. Da kann jeder Online-Händler was mitnehmen und ich gebe auch Tipps mit, wie kann man denn das besser machen, als es hier passiert ist. Und das Fazit von mir, ne, eine wirkliche Vollkatastrophe eigentlich und völlig unterirdisch für diese Marke. Fangen wir an. Ich war im wunderschönen Waldbad Herzog Ernst. Das ist direkt bei uns vor der Haustür, kann man mit dem Fahrrad hinfahren. Und weil ich ja Sparfuchs bin, ne, bringe ich mir meinen Kaffee selber mit. Ich kaufe den dann nicht dort, das gebe ich ja öffentlich zu. Und meine Partnerin und ich, wir haben dann jeder so einen Kaffeebecher, den haben wir irgendwann mal bei Amazon bestellt. Dann gibt es so relativ einfache, ich glaube, wenn man das eingibt, findet man nur die. Ich glaube, 11,40 Euro oder so, der Kaffeebecher. Einer in Rot für die Dame, einer in Blau für den Herren. Ja, ganz klassisch, wie man das so kennt. Nur irgendwie ist bei mir der Kaffeebecher, der gummiporös geworden, ich weiß es nicht was, das Ding läuft aus. Es hat mir schon einmal den Rucksack versaut, ne, war erst ein Negativerlebnis. Dann habe ich mich mal verbrüht, weil es sagen rausgeschossen ist. Und diesmal beim Fahrradfahren, ich habe mich übergebeugt, um das Kind in den Anhänger zu setzen, anzuschnallen. Lief es heiß aus dem Rucksack auf mein Bein. Ne, da ich gesagt, so, das war's jetzt, habe das Ding entsorgt. Jetzt kaufe ich mir einen schönen Kaffeebecher, Thermosbecher. Und diesmal war ich bereit, viel Geld auszugeben und gesagt, hey, diesmal will ich das Problem ein für alle mal lösen. Ich möchte eigentlich jetzt einen letzten Kaffeebecher da kaufen, den ich dann für immer habe. Ich habe ihn auch schon bekommen. Und zwar ist es hier dieser von der Marke Yeti. Ja, und wunderschönes Rot, mag ich ja sehr, mit so einem Griff und allem. An sich das Produkt jetzt erstmal soweit okay. Es fühlt sich wertig an. Darum soll es gar nicht gehen, sondern um das Shopping-Erlebnis und rum. Auf Yeti bin ich gekommen. Ich habe schon vorher, bevor mein Kaffeebecher seinen Geist aufgegeben hat, auf Facebook von denen Werbung gesehen und fand das sehr ansprechend. Dieses Thema robust, Outdoor. Ich fahre ja nur bis zum Büro und zurück, also solche Outdoor-Abenteuer habe ich ja nicht. Aber es hat mich halt angesprochen und die wirkten sehr teuer, ne, und sehr hochwertig. Und damit habe ich gedacht, vielleicht kriege ich bei denen den letzten Kaffeebecher, den ich jemals kaufen muss. Darauf erstmal Prost, einen Schluck. Er hält den Kaffee wirklich seit 5 Minuten warm. Also grandiose Leistung. Gucken wir uns doch mal an, wie mein Shopping-Erlebnis war. Ich zeige dazu mal den Shop. Genau. Zunächst einmal, also ich habe mich dann entschieden über die Facebook-Ad und habe gesagt, hey, ja, also ich bin erstmal in die Brand-Research gegangen, habe gesagt, Yeti, ist das irgendwie eine Brand? Und die sind sehr bekannt. Die haben das sehr früh gemacht. Die hatten gute Testimonials. Also in den USA ein Riesending. Die Go-To-Marke eigentlich, das ist wie das Tempotaschentuch für Kühlen und Warmhalten. So dachte ich. Habe dann auch verglichen, ich habe ein paar andere Anbieter gefunden, die aber nicht so ein Standing haben. Habe gesagt, okay, dann nehme ich das vom Marktführer. An sich, das Marketing, wie sie das so machen, also hier schön immer das Thema Outdoor, dann so die Bestseller dargestellt, also robust, Outdoor, das war mir wichtig, weil ich habe gesagt, okay, ich will das Ding in den Rucksack schmeißen, beim Fahrradfahren mitnehmen, da soll nichts passieren, das Ding möchte ich gerne mal eigentlich weitervererben. So, dann haben die hier verschiedene Sachen und jetzt wird es aber schon eigentlich schwierig, denn jetzt sage ich, ich möchte ja gerne einen Kaffeebecher. Also die Ansprüche an den Kaffeebecher, dass wir das noch definieren, der muss ja im Rucksack landen können, also der muss irgendwie dicht halten, warm halten und robust sein. Und es sollte halt so mindestens eine Tasse Kaffee reinpassen. Das sind so meine Ansprüche dran. Gehen auf den Shop und sehen jetzt hier, Getränkebehälter, jetzt wird es schon nämlich kompliziert. Ich kann ja auswählen zwischen Bechern, Flaschen und Tassen, Barzubehör, Jugs und nochmal Zubehör, wo ich mich jetzt schon frage, aus Nutzersicht, was ist jetzt das Richtige für mich? Ich wäre jetzt rangegangen, hätte gesagt, okay, Becher oder Tasse, schwierig, gehe halt auf Becher. Also hier sehen wir schon den ersten Punkt, Verwirrung des Nutzers einfach dadurch, dass wir nicht daran uns orientieren, was er denn eigentlich möchte, sondern geben einen eine Kategorisierung vor von uns als Shopbetreiber, wo wir gar nicht wissen, passt das. Das sehe ich sehr, sehr häufig. Das sind bei Kategoriebezeichnungen, Markenbezeichnungen, Produktbezeichnungen, der Nutzer blickt da nicht durch. So, jetzt sehen wir hier, heiß oder kalt, abgerundet durch den Max-Slider-Deckel,
könnte dieser Becher des Menschen bester Freund werden, wenn er das nicht schon ist. Jetzt ist für mich schon die Frage, na, wieder diese Markenbegriffe. Ich als Fremder habe mit Yeti jetzt nicht so viel zu tun. Ich weiß nicht, keiner hat auch die Zeit, sich das super krass einzulesen. Wir nehmen dieses Markenbild mit, sehen diesen Marktführer und dann wollen wir da kaufen. Was zur Hölle ist denn ein Max-Leiterdeckel? Jetzt will ich das Ganze einmal filtern, ne, und sage, Mensch, ich brauche natürlich irgendwie so einen Kaffeebecher. Welche Filter gibt es? Ich kann es nach Farben filtern. Jetzt auch geil, ne, Kategorie. Ich habe keine Ahnung, was ist denn ein Lowball-Thermosbecher? Was ist der Unterschied zwischen einem Mug und einem Tumbler? Also auch hier total verwirrende Menüführung. Sehen wir natürlich auch häufig im E-Commerce. Da die Empfehlung, immer etwas zu nehmen, was passt. Ne? Also vom Verschluss, ist es sagen, auslaufsicher und so weiter. Diese Kriterien sind für die Leute interessant. Auch nicht hier interne Markenbezeichnungen, die eh kein Fremder versteht. Ich kann nach dem Preis filtern. Und dann kann ich natürlich hier wie immer ne, entsprechend diese Kategorie-Sortierung machen. Das kennt man ja. Okay, hat nichts geholfen. Jetzt gucken wir uns das hier an. Ne? Ich habe hier einen stapelbaren Rambler. Ich habe hier so einen 296 Milliliter, 591. Und dann habe ich hier nochmal so einen Becher mit ein bisschen mehr Inhalt. Keine Ahnung, hier mit Henkel. Ne? Dann gucken wir uns jetzt den mal an. Ist jetzt nicht der, den ich mir genommen habe. Aber so bin ich ja auch vorgegangen. Jetzt sehen wir diesen ominösen Max-Leiterdeckel. Also das ist hier immer das Thema, was ja so beworben wird, die Bewertung. Und können jetzt hier entsprechend lesen. Also haben wir jetzt hier diese ganzen Sachen, Zubehör, was man nicht alles hat. Und genau, passen die meisten Getränkehalter. Und dann sehen wir hier, Magnetkomponente ist nicht auslaufsicher, ne, und kann ein Verschütten, also kein Verschütten wird verhindert. Das ist schlecht. Das ist ja genau das, was ich haben möchte. So, na, dann haben wir noch ein paar Infos und dann kommt hier am Ende die Bewertung. Na, die sind auch noch schlecht, also undicht, völlig unverständlich mit der Firma Yeti, bla bla bla. Super Becher, aber undicht. Becher ist undicht. Also hier scheint schon das Thema zu sein, dass die Leute das gekauft haben, na, das wahrscheinlich nicht richtig gelesen haben. Ich weiß es nicht. Also das können alles die Faktoren sein, die damit reinspielen. Auf jeden Fall, der wird es jetzt schon mal nicht. Jetzt will ich natürlich versuchen rauszufinden, welcher Becher ist denn jetzt hier auch wirklich dicht. Also wenn die Dichtigkeit des Produkts, also jetzt wieder die Ebene, na, was kann ich als Händler mitnehmen, die Dichtigkeit des Produkts ist hier ja entscheidend. Also wenn es um Thermosbecher geht, ist das schon ein hartes Kriterium, würde ich jetzt mal gehen. Hat aber hier der Shopbetreiber völlig vergessen in den Vordergrund zu stellen, hat es ein bisschen als Randnotiz versteckt. Ich habe hier extreme Mühe, das Richtige zu finden. Weil ich aber eh das Video draus machen wollte, habe ich mir die Mühe gemacht. Also normal wäre ich jetzt ja abgebrochen. Aber ich habe mir für dieses Video mal die Mühe gemacht, ne, bin das halt komplett durchlaufen. Und genau, ich habe dann einfach mal verschiedenste Produkte geöffnet, ne, im Shop und bin hier auf Getränkebehälter, habe mir Becher und Tassen angeguckt und alles Mögliche und habe dann wirklich die Produkttexte alle gelesen. Also ich habe da wirklich bestimmt eine Viertelstunde dran gesessen. Durchschnittliche Verweildauer in einem Online-Shop ist eher so 2-3 Minuten. Mehr Geduld hat keiner. Also ich habe da echt Energie investiert und hatte das Gefühl, die von Yeti, die wollen ihre Becher nicht so richtig an Mann bringen. In Europa vielleicht, ne? Gucken wir uns jetzt hier diesen. Jetzt hat der hier, ne, also nicht den MagSafe oder wie das hieß, sondern halt den Stronghold-Deckel. Jetzt muss ich mich wieder damit beschäftigen und rausfinden, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Stronghold-Deckel und dem MagSlider. Und die haben sogar noch einen dritten mit so einem Strohhalm, der auch nochmal irgendwie nicht ganz für das passt. So, und jetzt gucken wir uns das Produkt hier an und sehen, nimm deinen Frühstückskaffee einfach mit, müssen das hier komplett lesen. Ne? Und Stronghold-Deckel wurde speziell für den Rambler-Reisebecher bla 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 hergestellt, ist nicht mit anderen Rambler-Getränkebehältern kompatibel. Also jetzt muss ich mir noch Gedanken machen über die Cross-Kompatibilität, die hier einfach so im Text ist und da muss ich die Produkte selber durchklicken, weil ich kann ja nicht filtern, welcher Becher hat welchen Deckel. Also Vollkatastrophe, wenn ich als Kunde irgendwas kaufen will. Ich finde mich hier nicht zurecht. Das nochmal so als Hinweis an die Hersteller. Und jetzt sehen wir hier, Deckel für den Rambler-Reisebecher, bla bla bla, Lagerung nehmen. Wo steht's denn? Rechts, links, bla bla bla, stark, Schicht. Wenn wir darüber sprechen, wo du ihn... So, okay, also hier steht's noch nicht. Wir klickern das durch. Edelstahl, das ist okay. Ja, auch hier unten, das ist ein bisschen blöd gemacht mit dem Slider. Doppelwandige Vakuumisolierung, auch okay.
spülmaschinenfest und ich glaube, jetzt kommt der Stronghold-Deckel. Ist er hier, genau. Leak-resistant lid, also die Übersetzung schon mal nicht da. Viele können halt nicht so gut Englisch, also ich kann es zum Glück. Deckel mit Doppelschieber, Magnettechnologie zum Auf- und Zudrehen, damit dein Kaffee im Becher bleibt und dir keine Sorgen machen brauchst, solange er geschlossen ist. Was ist denn das für eine Formulierung? Also jetzt, ich habe es dann halt einfach bestellt und habe mir gedacht, ey, wenn es nicht passt, schicke ich es zurück. Aber ich war so angefixt, das hier mal darzustellen, was da große Marken, also gucken wir uns jetzt mal den Preis nochmal an. Also ich habe jetzt hier den 591 Milliliter, 40 Euro. Das ist viermal so viel wie der Amazon-Becher, der wahrscheinlich auch, na gut, da kommen wir gleich dazu, wo der hergestellt wird. Ja, aber ne, da erwarte ich ja ein bisschen was, ein bisschen Service, da können die auch ein bisschen Energie reinstecken, aber Leak-Resistant Lid, Deckel mit Doppelschieber, Magnettechnologie, bla bla bla, na, damit er drin bleibt, keine Sorgen machen braucht, solange er geschlossen ist. Was heißt, solange er geschlossen ist? Nee, also wie meint ihr das jetzt? Auf jeden Fall sehr verwirrend. Ich habe da nicht großes Vertrauen, dass es wirklich das Produkt ist, was ich haben will. Und das eben wieder als Hinweis, ne, solche Beschreibungen drauf achten, auch mal Nutzer fragen, was die denn dazu denken, das auch mal jemand angucken lassen, mal einen User-Test machen, also hier völlige Katastrophe, aber es geht ja noch weiter. Ja, da habe ich hier nochmal verschiedene Produktinformationen. Worin besteht der Unterschied zwischen den Tassen? Habe ich mir ja auch gefragt. Ne? Nur um einige zu nennen, verwenden gerne die 414 als Campingschale. Lässt sich stapeln und Reinhardt-Becher hat seinen eigenen einzigartigen Deckel. Ja, finde ich jetzt irgendwie verwirrend. Ne? Bringt mir nicht so wirklich was. Ich habe jetzt noch Cross-Selling-Produkte. Ich habe hier Maß und alles, das ist okay. Was ich natürlich jetzt mache, weil ich mir ja unsicher bin, ob das Ding leak-proof ist oder nicht, ob das nur ausläuft oder nicht, gucke ich mir natürlich die Bewertung an, ob Leute da was gemacht haben. Da kommen wir nicht gleich zum nächsten Punkt, Bewertung. Ne? Keep strings warm or cold for long and that's it. So, und dann sehen wir hier, was never super excited about the seal, but the lid solution completely made me excited to become extra disappointment. Also ich habe hier eine englische Bewertung im deutschen oder europäischen Shop. Schon mal verwirrend, aber okay. Und ich sehe jetzt hier, das scheint irgendwie nicht zu passen. Also das Ding ist irgendwie doch undicht. Thermofunktion top, auslaufsicher flop. Ich kann mich nur anschließen, Deckel ist alles andere als auslaufsicher. Also na, oben schreiben die einen Leak-Proof und der neue Deckel und alles geil. Und jetzt kommen hier die ganzen Kommentare mit, Tasse läuft aus, Thermofunktion so. Was kann ich jetzt als Shopbetreiber lernen? Die lassen das ja hier so stehen. Also da gibt es jetzt irgendwie keinen Kommentar dazu, hey, der Becher war eine Fehlproduktion. Wir haben dir das ersetzt, ähnliches. Ich als potenzieller Kunde, bin es ja am Ende auch geworden, lese das hier und denke mir so, was ist da los? Na, also wenn ich jetzt nicht wirklich diese Absicht mit dem Video gehabt hätte, ich hätte gesagt, ich bestelle das Ding nicht und dass das gar nicht passt. Also diese Kommentare stehen hier für sich. Ne? Jetzt schreibt wieder einer auslaufsicher, der andere bemängelt hier den Deckel, ist überhaupt nicht auslaufsicher. Und da ist die Frage, ne, was soll das jetzt hier, wie gehe ich jetzt damit um? Das war das. Dann habe ich jetzt aber mich entschieden, das Produkt zu bestellen, ne, also noch nach all diesen Sachen, die ich da erlebt habe, wovon ich jetzt viel lernen kann als E-Commerce-Händler, habe ich mich dann entschieden, dieses Produkt aber zu bestellen und dann ging es weiter. Ne, also dann kommt, sagen, das nächste Problem auf uns zu, wo ich jetzt gleich mein E-Mail-Programm öffnen muss, um das mal zu zeigen. So, genau. Also ich habe das Ding, man sieht es nicht, weil ich davor bin, aber es ist der 8. Juli, habe ich das Ding bestellt. Der 8. Juli war ein, na, mein Bild ist halt davor, aber dass man das nochmal, warum ist er hier schon mal kurz? 8. Juli war ein Samstag, also ich habe es einen Samstagabend bestellt. Und dann hat es ganz schön lange gedauert, genau, also Samstagabend hier bestellt, das ist die Bestell- oder die PayPal-Benachrichtigung. Dann habe ich erst am 13. Juli die Bestellbestätigung bekommen. Also na, gucken wir nochmal rein. Im Juli sind wir jetzt hier. Der 10. habe ich bestellt. Na, irgendwie macht er das nicht. Mein Kalender hier spinnt. Okay. Nee, der 10. war Montag. Ich habe das am Montag bestellt. Und am Donnerstag ne, habe ich hier die Bestellbestätigung bekommen. Also auch spannend. Ne? Ich habe hier, also wie gesagt, 10. bestellt, Montag. 13 die Bestellbestätigung bekommen, das ist das hier. Und wundert man sich irgendwie doch, wie das sein kann. Und dann habe ich dann irgendwann auch mal nachgefragt, wie es denn da so aussieht. Na, und dann habe ich hier eine E-Mail geschrieben. Und man sieht jetzt gar nicht, was ich geschrieben habe, aber ich habe sozusagen
Deutsch geschrieben, weil es ja auch der deutsche Shop ist und so weiter. Ne? Also erstmal musste ich ja suchen, wie kann ich die kontaktieren. Keine Möglichkeit gefunden, einfach auf meine Bestellbestätigung geantwortet. Ne? Und dann sehe ich hier schon mal auf Englisch die Antwort, dass man irgendwie noch nicht weiß, wann man mir denn so antworten wird. Das ist auch schon mal spannend. Dann hat hier Yeti Europe sich gemeldet und hat gesagt, hey, Dankeschön, received, we are here for Monday, bla bla bla. Also da nochmal eine zweite, die dann eben weitergeleitet wurde. Und dann hat sich die Ellie gemeldet, glaube ich, am 14., also 4 Tage später. Hi there, Tim, thanks for reaching out here at Yeti. We are sorry to see your order has still not been shipped. Also jetzt melden die sich auf Englisch, ne, auf meine deutsche Anfrage, was für mich persönlich okay ist, aber den Support sollte ich natürlich auch in der Sprache geben, in dem der Shop da angeboten wird. Und eine Firma wie Yeti sollte das irgendwie hinkriegen. Also selbst wenn ich es mit ChatGPT irgendwie übersetzen lasse, das ist irgendwie, erwarte ich mehr, ne, bei 40 Euro und so einem auf Deutsch gemachten Shop. Wenn ich jetzt überlege, meine Oma bestellt so ein Ding, ne, die wäre damit heillos überfordert, dass sie da auf Englisch irgendwas zurückschreiben, die würde es nicht verstehen. Die wüsste nicht, was sie machen soll. Und bei 40 Euro Becher kann man das eigentlich erwarten, dass das besser läuft. Ja, dann due to recent influx of orders, das kommt übrigens öfters vor bei denen, ich habe da mal recherchiert, ne, braucht das sagen länger. Und es hat auch kein irgendwie Status intern verändert. Und direkt nachdem diese E-Mail kam, wurde auch dann, sagen, der Bestellstatus entsprechend geändert. Und sehen jetzt hier, dein Paket ist unterwegs. Die ist wieder auf Deutsch. Und da sehen wir auch yeti.de. Wir haben ja verschiedene. Also wir haben ja Yeti, das ist, glaube ich, die allgemeine Adresse. Yeti Europe, die hat so eine. Dann haben wir hier die Yeti Europe nochmal eine andere. Ne? Support Yeti UK Sendesk. Dann haben wir hier die Ellie, die irgendwie Support Yeti UK schreibt. Okay. Dann haben wir Yeti UK Limited. Das ist dann wieder hier eine ganz andere, die auch als Spam sozusagen erstmal eingestuft wurde. Die musste ich aus dem Spam finden, wo die mir dann sagen, nochmal meine Rechnung schicken. Und dann haben sie hier nochmal Support Rating. Ja, habe ich noch nicht gemacht. Und dann die Meldung, das Paket ist angekommen, ist wieder von einer ganz anderen Adresse. Also auch da ist es für mich, sagen, nicht wirklich konsistent. Und hätte ich nicht die tolle Google-Suche in meinem Gmail drin, dann hätte ich echt Probleme, da das Richtige rauszufinden. Also auch da echt schwach gemacht, nicht wirklich gut gepunktet. Und auch in dem, also ich musste halt nachfragen, bis mein Produkt versendet wird. Und nachdem ich danach gefragt habe, das beantwortet, hat sich sofort der Status verändert. Also das wirkt irgendwie echt komisch. Kam dann auch 2 Tage später an, alles gut. Und es gibt noch eine E-Mail, die war wirklich geil. Deine Bestellung ist auf dem Weg zu dir. Verfolgen Sie Ihre Bestellung, mal gucken, ob das kommt. Parcel Tracking zugestellt. Okay. Das war nämlich auch richtig cool. Also es war eine richtig schlechte Übersetzung, wo man sagen wollte, erwartungsgemäß kommen Pakete mit UPS nach 2 Tagen an. Und das hat man so schlecht übersetzt, das war aus unserer bisherigen Erfahrung und also ganz gekünstelt, ist es prognostiziert, dass Pakete dann ankommen. Ja. Also auch hier nochmal, ne, das heißt, diese Bestellbestätigungsmails und das einheitliche Auftreten und der Support, das sind alles wichtige Elemente. Da empfehle ich immer allen, macht das ordentlich, investiert ein bisschen Geld, macht es auch in der Landessprache und lasst die Leute nicht so hängen. Also ne, für mich Riesenmarke, 40 Euro nochmal für diesen blöden Kaffeebecher und dann irgendwie so ein Support, denn ich muss nachfragen, dass mein Produkt rausgeht, da hätte ich halt mehr erwartet. Und das erwarten wahrscheinlich viele Kunden und das ist eine große Marke, die versauen es, ne? Deswegen überprüf mal da als Online-Händler, als E-Commerce-Händler, wie sind denn deine Prozesse, wie bist du aufgestellt. Jetzt kommen wir dann zur großen Enttäuschung, die da am Ende noch mitschwingt. Das Paket kam dann auch nach den 2 Tagen an, also alles gut, ne? Es war dann, glaube ich, ein Samstag, wo diese Mail, also am Freitag kam diese Mail, 2 Tage dauert es, am Montag war dann das Paket auch da, alles schön eingepackt. Das Ding wirkt auch so erstmal richtig schwer und gut, aber unten drunter ist so ein kleiner Aufkleber und der sagt, wo steht es dran? Made in China. Genau, da steht drunter, Build for the Wild, Made in China, ist ein Aufkleber drunter gewesen, den ich dann auch schon entfernt habe. Die werben mit diesem All-American-Brand. Ne? Das ist sagen das amerikanische Vorzeigunternehmen und All-America und American Steel. Und da gab es ganz viele Kampagnen und seit einer kurzen Zeit scheinen die das wahrscheinlich ausgelagert zu haben. Auch das sehr enttäuschend, weil ich habe jetzt kein Problem mit China-Produkten.
Es wirkt aber so, da hätte ich halt auch den Amazon-Becher nehmen können. Also wahrscheinlich am Ende das Gleiche. Und wenn das halt dieses All-American-Brand als Image drin hat und dann steht da unten drunter so ein Aufkleber drauf, ist das blöd. Ja, dann vielleicht den Aufkleber weglassen, den Kunden im Dunkeln lassen oder halt dann doch die Produktion in die USA verlegen. Aber dieses Marken-Image ist dann nicht mehr konsistent für mich. Und auch das sagen als Hinweis für die E-Commerce-Händler, wenn ihr sowas macht, achtet darauf, ne, dass das eine konsistente Marke ist. Dass das sagen einheitlich ist, dass das eben auch passt. Also man kann ja nicht hinschreiben, wir sind das nachhaltigste Unternehmen und alles schick und wir achten auf die Umwelt und dann kommt da halt 10 Kilo Styropor mit. Das passt dann nicht. Das sozusagen zur Analyse meines negativen Shopping-Erlebnisses. Also der Kaffee hält warm und er schmeckt, kann ich nur sagen. Aber ansonsten war das echt schon echt krasser Reinfall und hätte ich jetzt ein Video nicht machen wollen, ich hätte da nicht bestellt. Deswegen nehmt da was mit und ich hoffe, das war mal was anderes, was euch gefallen hat.